Herzlich willkommen in Charlottenburg, in unserer Kirche, in der ihr seht, dass wir die Bänke abgeklebt haben. Hier gab es mittlerweile 3 Corona-Gottesdienste mit Abstand und mit wenigen Gottesdienstteilnehmern. Danke für eure Geduld, danke, dass ihr trotzdem wieder eingeschaltet habt. Mir geht es besser, ich bin wieder gesund, ich freue mich heute mit euch arbeiten zu können. Die Stimme ist noch nicht ganz gesund, weshalb ich sehr dankbar bin, dass heute meine Frau Julia das Einsingen für mich mit uns übernehmen wird. Thema dieser Probe sind, wie angekündigt, krumme Takte oder Taktwechsel. Wir werden uns dazu mit 3 Kompositionen beschäftigen. Beginnen werden wir mit Herr, dein Wort, die edle Gabe, die Komposition von Klaus-Michael Fruth. Fortsetzen möchte ich dann mit Carsten Borkowskis Tut mir auf die schöne Pforte und schließen wollen wir mit Helmut Steinbergs Frieden in der Angst der Welt. Ich freue mich sehr auf die Probe und wünsche uns eine richtig schöne. Hallo ihr Lieben, und wie immer beginnen wir das Einsingen im Stehen mit ein bisschen Lockern des Körpers. Ihr kennt das jetzt bestimmt schon, wisst, was gut ist für euch, mehr so die Füße, Knie ein bisschen vielleicht mal zappeln lassen, die sind sonst nicht so dran. Auch die Hüfte muss ein bisschen ausgeschwungen, gedehnt werden. Und ganz wichtig natürlich Arme, Schultern, Oberkörperbereich. Macht jetzt mal das, was für euch am wichtigsten ist. Bei mir ist es vor allem immer das Strecken und Recken, was gut tut. Da komme ich auch gleich ins Gähnen, das lässt sich nicht vermeiden. Wenn das bei euch passiert, dann lasst es raus, das ist gut. Und ruhig zwischendurch immer mal wieder hier, mal da, nicht auf die eine Sache konzentrieren, versteifen sonst wieder, sondern wirklich den ganzen Körper immer wieder mal hier, mal da lockern, vielleicht auch ein bisschen klopfen. Ah, kann man schon mal anfangen zu seufzen. So, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, ist alles gut, mein Körper ist warm, ich bin fit, ich will singen. Dann noch nicht ganz, erstmal summen, seufzen, leicht und locker mit der Stimme anfangen. So. Macht einfach mit, je nach eurer Tonhöhe, Stimmlage, ihr müsst nicht bis ganz nach oben, ihr müsst auch nicht bis ganz nach unten, je nachdem, wo ihr euch wohlfühlt, seufzen auf U oder mal erstaunt seid auf O. Die Bässe dürfen natürlich auch da unten O machen. Aber jeder geht auch mal in das andere Stimmregister. Das heißt, die tiefen Stimmen einmal ganz nach oben. Und die hohen Stimmen ruhig auch mal ganz nach unten. So, geht's schon? Dann gucken wir nochmal, dass wir hier im Gesichtsbereich locker sind durch unser ganzes Seufzen. Ich weiß ja nicht so genau, mit wem ihr jetzt zusammensteht, aber man darf auch mal die Zunge rausstrecken. Genau, das entspannt und das weitet. Nimmt ja niemand persönlich jetzt. So, und dann sind wir eigentlich soweit für die erste Übung. Eine Dreiklangsbrechung. Wir beginnen in C-Dur. So, O und A im Wechsel. So. Schon vorsichtig den ersten Vokal wechseln. So, e, o. Das A wechselt zum E, ansonsten bleibt alles gleich. So, so, e, o, e, o. So, so, e, o, e, o. So, so. Thank you.
wird das O oben vielleicht schon ein kleines bisschen eng. Kein Problem, wir drehen die Vokale um und machen Saya. Das A ist oben offen. Gleiche Übung ansonsten. Sa. Sa. Darauf, dass euer Mund weit bleibt, dass das E nicht zu eng wird. Wem das passiert, wer das Gefühl hat, oh, es ist aber komisch in der Kehle, der singt die Vokale gerade so, wie es ihm passt. U, O, A, E. Einfach vielleicht auch nur auf einem Vokal. Ich mache das mal auf A vor. So. So. Oder auf U. Großes. Und noch eins zum Wohlfühlen. Und wenn wir jetzt so oben auf A waren, dann können wir direkt noch einmal von da oben runter gähnen. Ist die Tiefe noch da? Da gehen wir jetzt rein. Auf U, O und A ein kleines C zum Einschwingen dazu. Gibst du mir einmal die Töne in C-Dur? C, U, A und zusammen. C, ganzen Ton schon tiefer. Si, si, u, a, si, si, u, a. Das kommt jetzt für die Alti in eine sehr bequeme Lage. Achtet darauf, dass ihr über das U schön kopfig bleibt und liebe Bässe ein freundlich lächelndes A unten. Das macht alle glücklich, euch selbst eingeschlossen. Si, si, u, a, si. Für mich wird es langsam tief, aber wir machen noch zwei. Si, si, u, si, si, u, jetzt spürt ihr vielleicht die Schwingung in der Brust, kann man immer mal ein bisschen klopfen. Vielleicht ist auch so ein kleines bisschen noch irgendwelcher Dreck drauf, den ah, ah, kann man abklopfen. Macht mal mit, macht Spaß. Ah. Das Brustbein, bitte nur das Brustbein erwischen, nicht weiter oben, auch nicht weiter unten klopfen und immer nur aufs eigene, das versteht sich. So, die andere Muskulatur ist hoffentlich immer noch genauso locker wie vorne. Die brauchen wir jetzt noch einmal für den Schwung in die Höhe. Sieh da, sieh da, sieh da! Mit großen Ausrufezeichen. Sieh da, sieh da, sieh da! Und zusammen. Sieh da, sieh da, sieh da! Schön lang der Ton oben. Ihr dürft euch gerne dabei bewegen, dann macht es noch mehr Spaß. Sieh da, sieh da, sieh da. Sieh da, sieh da, sieh da.
vielleicht kurz nachatmen. Ich zeige euch das mal, bei mir wird es auch schon etwas eng. Und dann lieber in Bewegung bleiben, als zu stemmen. Viel Spaß bei der Probe. Ihr Lieben, noch einmal herzlich willkommen zur Chorprobe zu Hause. Wir starten bitte mit Chorbuch 104. Herr, dein Wort, die edle Gabe. Ich spiele euch gerne einmal die erste Strophe vor und wer kann und möchte, darf natürlich schon mitsingen. Das sind Sopran und Bass, Altton und der Tenorton. Ganz melancholischer Beginn eines Gebetes, der Anbetung unseres Herrn Gottes und das Gebet über das Wort Gottes. E-Moll. Noch ist die gläubige Seele eher bedrückt. Das wird sich ändern im Laufe des Stückes. Noch nicht hier in dieser ersten Strophe. Was fällt auf? Es gibt gleich zu Beginn, 4/4, 3/4, 2/4, das sieht erstmal kryptisch aus, nach zu vielen Brüchen zu Beginn eines Stückes. Das muss uns gar nicht beunruhigen. Es zeigt einfach drei verschiedene Takte für das ganze Stück. Und die sind jeweils in 8 Takten untergebracht. Diese 8 Takte wiederholen sich dann pro Strophe 4-mal, sodass wir nur ein einziges Mal, nämlich für die ersten 8 Takte, lernen müssen, wie das funktioniert. Ich würde mich gerne dieser tollen Komposition so nähern, dass wir einmal gemeinsam probieren, den Sopran zu singen, als stünden dort nur Viertelwerte. Also so wie in Takt 3 oder so wie in Takt 7. Also jede Silbe bekommt 1/4. Das klang dann so. Ich finde, das könnt ihr gleich mal mitmachen. Alle singen den Sopran und das sind eure Töne. Der Ton. Ich zähle 1, 2 vor und dann geht's schon los. Achtung, 1, 2. Machen wir es mit der Wiederholung bitte auch. Die Schönheit der Melodie kommt auch in dieser Version, wie ich finde, schon sehr gut zur Geltung. Jetzt lasst uns einen Schritt weitergehen und nur die ersten beiden Takte einmal anschauen. 3/4 Takte. Wenn ihr sie so hört, könnt ihr bestimmt nachvollziehen, warum man so ein 3er-Takt in der alten Musik, in der späten Renaissance und im Barock schwingenden 3er genannt hat. Einfach deshalb, weil genau ein Schwung notwendig ist, um die Musik
zu bewegen und in Bewegung zu halten. Ja, wenn wir jetzt einmal probieren, im zweiten Schritt ausschließlich diese schwingenden Dreier zu benutzen, also auch in den Takten, wo Klaus-Michael Fruth später nur Vierte schreibt, dann klang das so. Hier müssen wir kürzen. Dann geht's. Wollt ihr mal mitmachen? Ja, was auffällt, ein einziges Mal musste ich weniger spielen, als da steht, nämlich im Viervierteltakt, im vierten Takt. Dort verlängert Klaus-Michael Fruth auch die zweite Nebensilbe zur halben. So, und jetzt sind wir schon gleich beim Original, bei dem, so wie es hier dasteht. Ich finde, die Kombination aus Dreiern, schwingenden Dreiern und syllabisch kurzem Zweivierteltakt und dem Phrasenziel des vierten Taktes, hier ein Viervierteltakt, ist wirklich optimal gelöst und gelungen. Dadurch bekommt die Musik erst so einen richtigen Drive. Wenn wir sagen, der schwingende Dreier hat das Recht auf eine natürliche Betonung, nämlich genau eine pro Takt am Anfang des Taktes, dann würde ich gerne mit euch proben, dass der Zweivierteltakt, das ist der dritte Takt oder der siebte Takt, erhalte mir, gar keine Betonung bekommt. Ja, stattdessen der Takt danach wieder, also so. Ich glaube, so kommen wir dem Komponistenwillen am allernächsten. So, das funktioniert an vielen Stellen gut. Es gibt zwei Stellen, wo es nicht ganz so leicht ist. Bitte schaut doch mal, liebe Soprane vor allen Dingen, in den Takt 19 um 1000 Welten. Da ist es auch schon mal vorgekommen, dass der ein oder die andere Sopranistin ein bisschen lauter singt. Hier mein Tipp, wenig T, ein langes A und das Ziel, Welten einen Takt später, immer anvisieren. Bitte proben wir das direkt. Soprane würdet ihr starten mit mir zusammen in Takt 17. Und 1, 2, 3. Und da sind wir gleich bei einer zweiten nicht ganz so leichten Stelle, nämlich Wort zu tun. Konzentriert man sich nicht und singt Aber um dein Wort zu tun, schon ist Wort betont. Auch deshalb, weil man Wort zu tun, wenn man es sehr gut spricht, ja trennt, also erst ein T und dann das Z, getrennt voneinander, dadurch neigt die erste Silbe, die Zählzeit 1, Wort, unwillkürlich zu einem kleinen Akzent. Den prophylaktisch rauszunehmen, wäre hier die Lösung. Aber um dein Wort zu tun. Gar nicht betonen, weich und so lang wie möglich, um trotzdem noch trennen zu können. Auch das probieren wir. Können wir alle zusammen den Sopran singen ab. Aber um dein Wort zu tun, das wäre der Takt 21, folgende. Und 1, 2, 3. Ich habe euch nicht gehört, aber ich glaube, es war schon ganz gut. Jetzt wünsche ich mir die Altstimme von vorne. Wir gehen sie einmal durch. Gehen Sie nur einmal durch, denn auch da erlaube ich mir dann, euch doch um zu bitten, gegebenenfalls zurückzuspulen, wenn ihr es noch einmal proben wollt. Aber zuerst der Alt, das sind eure Töne.
bitte einmal bis hier. Zwei Dinge möchte ich gerne besprechen dürfen. Der Takt 7 wird im Alt zum sogenannten dissonanten Ton, also aus dem G, Takt 6, dritte Viertel, wird in Takt 7, erste Viertel, ein Vorhalt. Ja, wenn ich jetzt den Akkord so liegen lasse, denkt ihr, na, genau. Das hättet ihr gerne gehört. Und da bitte ich den Alt einfach nur, sich genau hineinzufühlen. Diese erste Viertel in Takt 7 darf mit Bewusstsein als Dissonanz gesungen werden, eben aber innerhalb des Zweivierteltaktes gar nicht betont. Machen wir das noch einmal, bitte ab Takt 5. Dieses Gold erhalte mir und dann gehen wir in die Wiederholung. Takt 5 und 1, 2, 3, die. Zweieinhalb Stellen würde ich gerne mit euch besprechen. Erste Stelle, Takt 16, 15, 14. Soll der Glaube ruhen. Takt 14, ZZ 3. Dort hört ihr noch einmal hin. Genau. Hier hilft es, das A auf der ZZ 3, der Glaube, schön lang zu singen, unbetont. Und trotzdem hoch genug, also ein bisschen mit dem weichen Gaumen gähnen, hilft dir sicherlich. Drauf soll der Glaube ruhen. Ihr hört schon, das mit dem Vorsingen ist heute für mich eine gar nicht gute Idee. Ich muss leider vor allen Dingen beim Vorsingen darauf verzichten. Versuche es so schön wie möglich zu spielen. Ihr dürft zu Hause so schön singen, wie ihr könnt, natürlich. Ja, also dieses A in Takt 14, ZZ 3 sehr hoch ansetzen. Die zweite Stelle, die ich spannend finde, ist dann in Takt 21, aber um dein Wort zu tun. Genau. Zwischen der ZZ 2 und der ZZ 3, da könnte es klemmen. Ich beginne nochmal bei 1000 Welten. Genau. Machen wir diese Stelle noch einmal, beginnen aber jetzt gemeinsam in Takt 17. Mir ist nicht um 1000 Welten. Lieber Alt, vielen Dank. Tenöre, wir beginnen von vorne in Takt 1. Wunderbar, das ist unglaublich melodiös komponiert. Hier sehe ich fast keine Schwierigkeiten.
Vielleicht lasst mich über zwei Sprünge sprechen dürfen. Wenn ihr von vorne denkt und im zweiten Takt noch einmal lest, zweiter. Hier hilft es natürlich, das G zu Beginn des Taktes genauso laut wie das D zum Ende des Taktes zu singen. Dann ist das Intervall, dieses Intervall heißt Quinte, sehr gut integriert. So ein Sprung, so einen ähnlichen Sprung, nur ein Ton kleiner ist das Intervall in Takt 12. Schaut mal, wenn wir in Takt 9 gemeinsam beginnen. Auch diese Stelle gibt es ein zweites Mal bitte mit euch. Ab Takt 9 und 1, 2, 3. Und so weiter. Liebe Bässe, ihr konntet schon die ganze Zeit dem Klavierspiel und den Proben der anderen hören und der Bass war immer dabei. Ich glaube, das kriegen wir schnell hin. Das sind eure Töne. Und wir gehen von vorne rein. Und eins, zwei, drei. Euch würde ich eigentlich nur eine Stelle besprechen wollen und das ist der Takt 18. Der Knackton ist mit Sicherheit die zweite Viertel, das etwas unwillkürlich auftretende F. Wollen wir es mal ganz langsam machen, wenn jetzt neben euch Bässen ein Alt steht, weil ihr in eurer Hausgemeinschaft Alt und Bass vertreten habt, umso schöner. Dann bitte ich nämlich den Alt gleich mitzusingen und auf der zweiten Viertel in Takt 18 einmal stehen zu bleiben. Bitteschön. Und eins, zwei, drei. Stopp. Und die dritte Viertel. Ja, so könnte es funktionieren, noch einmal ohne, dass wir anhalten. Und eins, zwei, drei. Vielen Dank. Setzen wir fort in Strophe 2. Herr, dein Wort ist Ja und Amen. Auch hier möchte ich gerne vorspielen und euch bitten, wenn ihr könnt, wenn ihr mögt, singt direkt mit. Sopran und Bass, Alt und Tenor. Alles scheint anders geworden zu sein. Findet ihr nicht? Ja, es ist Dur.
Es ist gar nicht mehr so bedrückt. Es scheint viel mehr Optimismus eingekehrt zu sein bei der betenden Seele. Und ja, die Melodie steigt in ungeahnte Höhen. Er drängt sich ja glatt die Interpretation auf, so nach einem anderen Liedtext. Hebt der Glaube mich empor, das besonders in Takt 33. An dieser Stelle kommt eine andere, signifikante Veränderung mit in das Stück hinein. Die punktierte Viertel und Achte, Takt 33 oder dann in 37, 38 seht ihr das erst im Alt, dann im Tenor und dann im Bass, im Alt und nochmal im Bass und Tenor. Diese punktierte Viertel innerhalb eines schwingenden Dreiers, so wie sie hier auch komponiert ist, nennt man in der Musik Siciliano. Siciliano ist ein Wiegenmusikelement. Ja, also immer dann, wenn die Komponisten Wiegemusik geschrieben haben, ganz häufig innerhalb eines Benediktus, da kam das häufig vor, in vielen Messvertonungen. Dann schreiben sie diese punktierten Viertel plus Achte innerhalb eines Drei-Viertel-Taktes zum Beispiel. Das hat dann auch Einzug in verschiedenen Wiegeliedern gehalten. Ein berühmtes O Jesulein süß. Zum Beispiel. Und ganz grundsätzlich in sogenannter Pastoral-Hirtenmusik. Die berühmteste Pastorale, die Hirtenmusik aus dem Weihnachtsoratorium, kennt ihr bestimmt. Und so weiter. Was will ich damit sagen? Auch hier passt die Textaussage zur Pastoral, zur Hirtenmusik hier so ganz ausdrücklich. Ich will kindlich dir vertrauen. So wie ein Schaf seinem Hirten vertraut. Da ist der Wortmusikbezug an dieser Stelle fast schon ein bisschen aufdringlich, aber wie ich finde, wunderschön. Wollen wir an dieser Stelle mal beginnen? Und zwar gerne mit dem Bass. Takt 33, ich spiele kurz an und dann kommt ihr mit. Das gehört habt, dürft ihr es gleich mitmachen. Ich spiele den Alt dazu noch deutlich vor, dann können auch gleich alle Alti mitproben. Ja, also eine Probe für Bass und Alti. Das sind eure Töne, der Alt und der Bass. Und wir beginnen noch einmal im Takt 33. Und 1, 2, 3. Ein Tipp für die punktierten Viertel könnte sein, sie ein bisschen anzustoßen. Ich will kindlich glauben, was, oder Herr, auf dein Wort und so weiter. Und die Achte nach dem punktierten Viertel mit einem frischen Vokal zu erneuern. Also bei Glauben in Takt 37 würde man nochmal das A frisch ansprechen, liebe Alt. Glauben war, Glauben war. Dadurch wird es deutlich präziser. Oder beim Bass in Takt 41, Herr auf dein. Ja, so könnten wir es machen. Liebe Tenöre, das ist eure Stimme. Wir beginnen
Und 1, 2, 3. Dem Sopran würde ich in Takt 31 empfehlen, ihr Lieben, ganz leicht zu singen, ein bisschen zu gähnen, ja, innerlich einen Schritt zurückzugehen und sich mit großem Vertrauen in diese Höhe zu begeben. Denn Klaus-Michael Fruth will sicherlich keinen quietschenden Sopran dort oben hören, sondern nur ein Sopran, der kindlich, gläubig sich in die Höhe schwingt. Das machen wir bitte zusammen. Also beginnen wir in Takt 31, liebe Soprane. Und 1, 2. Wunderbar. So, ich höre es in meinem geistigen Ohr, wie schön das bei euch geklungen hat. Lasst uns noch zu den Takten 25 bis 32 gehen. Dort habe ich mit dem Sopran zu sprechen in Takt 30. Das betrachten wir direkt und einmal separat. Hier würde ich empfehlen, einen wirklich ganz taktigen Schwung. Auge auf mich sehen. Dann hat das F Platz, auch dann, wenn ihr ein bisschen aus dem A ins Ä und den Konsonanten G dazwischen vernachlässigt. Lass dein Auge auf mich sehen. So könnte es funktionieren. Bitte probieren wir einmal direkt ab Takt 29 Soprane. Und 1, 2, 3. So würde es gehen. Ich freue mich darauf, wenn wir das Stück jetzt noch vierstimmig zusammen singen. Ihr Lieben, ich bitte euch, Chorbuch 125 aufzuschlagen. Tut mir auf die schöne Pforte. Wenn das soweit ist, dann schlagt ihr bitte gleich noch ein zweites Buch auf, nämlich das Gesangbuch mit der Nummer 100. Natürlich, ebenfalls, tut mir auf die schöne Pforte. Wenn wir später fertig geprobt sind, würde ich gerne den Choral in die Motette von Karsten Borkowski einpflegen. Also
Erste Strophe Chorbuch, zweite Strophe Gesangbuch, dritte Strophe Chorbuch. Ich finde, wir können gerade, um im Stück zu sein, zu wissen, worum es geht, mit dem Choral im Gesangbuch beginnen. Natürlich jetzt mit der zweiten Strophe. Gesangbuch 100, Strophe 2. Sopran, Alt und Bass haben diesen Ton und der Tenor hat das E. Ich bin Herr zu dir gekommen. Mit Sicherheit direkt funktioniert bei euch, da bin ich mir ganz sicher. Wenn wir uns die Melodie anschauen, ich bin Herr zu dir gekommen, oder jetzt ruhig mit dem Text der ersten Strophe gedacht, tut mir auf die schöne Pforte, dann finde ich, dann hat der Melodienschreiber sich gleich damit auseinandergesetzt, dass die Bitte direkt Erfüllung findet. Denn findet ihr nicht? Die Tür ist schon einen Spalt aufgegangen, schon im ersten Takt mit dem Schritt zur Terz nach oben. Und spätestens im dritten, vierten Takt wird die Pracht von Gottes Haus sichtbar. Da stellt sich doch die Frage, warum geht denn die Tür auf? Hat dann vielleicht doch jemand vorher mal geklopft? Ich kann mir vorstellen, dass diese Frage auch sich Carsten Borkowski, der Komponist unserer wunderschönen Motette, gestellt hat. Tut mir auf, tut mir auf, tut mir auf, tut. Macht ihr mit? Tut mir auf, tut. Und einmal noch. Tut mir auf. Genau. Das ist im Rhythmus des ersten Taktes unseres Chorals, aber immer auf dem gleichen Ton. Und so gemütlich, wie wir es jetzt hier gerade haben, nämlich in einem 2-halbe-Takt, tut mir auf, ist es dann aber doch gar nicht notiert. Ihr seht, wenn ihr in die Noten schaut, auf die erste Seite oben einen 3/4-Takt und im zweiten Takt einen 2-halben-Takt. Ich darf euch verraten, dass das, was wir gerade miteinander gesungen haben, tut mir auf, tut, genau so dasteht. Jetzt sich nur anders im Schlagbild des Dirigenten und in der Komposition, im Notenbild darstellt. Das sieht nämlich jetzt so aus. Tut mir auf, tut mir auf. Ja, also der zweite Takt wirkt, da wirkt das Klopfmotiv auf einmal eckiger. Wir Musiker sprechen von einer Synkope. Dazu kommt, ihr seht diese Keile unter den Notenwerten bei tut jeweils einen Akzent. Also es heißt eine scharfe Betonung. Tut mir auf. So, ich bitte euch gleich mitzumachen. Ich zähle 1, 2, 3 vor und alle singen zweimal tut mir auf. 1, 2, 3. Tut mir auf. Das machen wir nochmal bitte. 1, 2. Tut mir auf. So. Mitten im Stück sind wir schon. Könnten uns jetzt direkt mit dem Bass beschäftigen. Ich möchte euch zunächst einmal die ersten beiden Saiten vorspielen. Bis dahin. Bässe. Nur dem Bass und dem vor allen Dingen hervorgehoben gespielt. 1, 2, 3.
Nicht ganz so leicht ist der Takt 4 oder der Takt 9. Ihr habt sicherlich gemerkt, beide Saiten sind identisch, nur der Text verändert sich. Viele Bässe, mit denen ich schon arbeiten durfte bei diesem Stück, denen fällt es schwer, in Takt 4 über das Wort hinwegzuspannen. Pforte führt in Gotteshaus mich ein. Was ich so ein bisschen karikiere gerade, ist die etwas hupende Nebensilbe bei Pforte führt in Gotteshaus mich ein. Da hilft es, wenn wir das A unten lang halten und versuchen, die Quinte, so heißt das Intervall, gleichlaut zu singen. Die schöne Pforte führt in Gotteshaus mich ein. Wollen wir es probieren? Von vorne bitte. 1, 2, 3. Tut mir auf, tut mir auf. Takt 9. Orte meine Seele fröhlich sein. Machen wir das direkt. Takt 9. Orte meine Seele fröhlich sein. Genau. Wenn der Alt jetzt dazu kommt, darf ich es vorspielen. Es klingt so. 1, 2, 3. Tut mir auf. Tut mir auf. Klavier so ein bisschen zickig klingt, sind die kleinen Achtelwerte in Takt 4 bis Takt 5 oder Takt 9 bis Takt 10. Hier gilt es dann auch bei Bass und Alt sehr gut zu sprechen, ohne zu sehr zu trennen. Pforte führt in Gottes Haus mich ein. Pforte führt in Gottes Haus mich ein. Oder in Takt 9. Orte meine Seele fröhlich sein, Orte meine Seele fröhlich sein. So, wenn wir das geprobt haben, schauen wir uns Sopran und Tenor an. Liebe Soprane, für euch gibt es quasi nichts Neues zu lernen. Es gibt einen einzigen Unterschied zur Gesangbuchversion in Takt 5 und in Takt 10. Schreibt der Melodieschreiber im Choral. Wenn ihr jetzt schaut, dass Carsten Borkowski euch eine punktierte Vierte schreibt, in Takt 5 und Takt 10 klingt das dann so. Das ist das Einzige, an das ihr denken müsst. Tenöre dürfen mit dem Sopran im fast gleichen Rhythmus singen. So geht das ganz schön. Interessant ist jeweils in der ersten Zeile, auf der linken Seite, in Takt 3 zu Takt 4, die übergebundene Viertel G, genauso von Takt 8 zu Takt 9. In der Musik nennt man das eine Antizipation, also der Ton wird vorweggenommen, auch in der Sprachgebung. Auf die Darauf bitte achten. So, jetzt haben viele Soprane und Tenöre Sorgen, den Start ihres Chorals zu finden. Denn Bass und Alt sind ja nicht gemütlich im Zwei-Halbe-Takt vorneweg, sodass man genau wieder auf die Eins einsetzen kann, sondern in diesem quasi doppelten Metrum, Dreivierteltakt und genau eine Viertel zu wenig.
tut mir auf die Schöne, beginnen Bass, beginnen Soprano und Tenor. Ich bitte euch, das einmal zu probieren. Ich spiele an, zähle ein und dann seid ihr drauf. Eins, zwei, drei, tut mir auf die. Zwei Dinge könnten helfen. Erstens, eins, zwei, drei, tut mir auf zu denken. Und noch mehr hilft, mit dem Bass und dem Alt schon im Atem zu sein. Also es hilft quasi, wenn Alt und Bass beginnen, schon mit dem Einatmen zu beginnen. Das sieht dann so aus. Tut mir auf die. Wir sind direkt im Fluss der Musik und könnten die Wahrscheinlichkeit, pünktlich einzusetzen, erhöht sich dadurch. Ja, also noch einmal vorgespielt von mir. So geht es dann. Wenn ihr schon mitgesungen habt, dann stellt ihr wahrscheinlich fest, dass es so den einen oder anderen Ton gibt, der unangenehm zu singen ist. Ich möchte zwei Stellen besprechen dürfen. In Takt 4 hat der Tenor auf der vierten Viertel, genauso wie in Takt 9 auf der vierten Viertel, ein H zu singen. Wenn man nur den Tenor hört, überhaupt kein Problem. In dem Augenblick, wo der Bass mitklingt, gerät der Tenor, der Tenorton in einen Konflikt. Ihr hört das? Ja. Da gilt es für die Tenöre geradeaus durch, schön an die Melodie denken. Die Gefahr ist, dass das H jetzt zu hoch wird, weil nach oben aufgelöst wäre der Konflikt nicht mehr vorhanden. Und das machen wir unwillkürlich. Deswegen bitte ich euch ganz geradeaus nur an den Melodieverlauf zu denken. So könnte es dann schön werden. So, ich denke, die ersten zwei Saiten sind jetzt geprobt und wir können gleich zur dritten Saite wechseln. Und die klingt so. Ihr Lieben, lasst uns direkt mit dem Tenor starten, also dem Tenor in Takt 12. Das ist euer Ton, das G. Und wir starten. Eins und zwei und. Da will man doch Tenor sein, ne? Um so eine tolle Stimme singen zu dürfen. Es gibt zwei Stellen, die sind ganz schön tricky. Ich finde, den Takt 13 sollten wir unbedingt besprechen. A Angesicht. Hier empfehle ich euch, das A für das nicht nur die erste Achtel, sondern auch für die zweite Achtel C und für die dritte Achtel F zu erneuern. A Angesicht. A Angesicht. Wollt ihr das direkt mitmachen? Jetzt. So langsam ist es leichter. Die Gefahr, die es tatsächlich gibt, ist, dass das F oben, der Spitzenton dieser kleinen Achtelkette, zu flach ist. Hier hilft es dann, mit dem Gaumen nachzuspannen, ein bisschen zu gähnen und so das Instrument zu vergrößern, dass das F genug Platz hat. Problem ist, A angesetzt. So, und das im Tempo hier.
es mit ab Takt 12. 1, 2. Dankeschön. Und die zweite Stelle, die ich besprechen möchte in Takt 15. Dort ist der Sprung größer, die Achtelkette ähnlich. Hier ist lauter Trost und Licht, Trost und Licht. Auch hier würde ich empfehlen, gerade viel Schwung zu nehmen und dann für die dritte Achtel das O zu erneuern. Trost und Licht, Trost und Licht. Macht es mit ab. Hier ist lauter 2, 3 und so. Das müssen wir auch einmal im Tempo proben. Hier ist lauter Trost und Licht und 1 und 2 und für Alt, Tenor und Bass gibt es jetzt schon zu besprechen den Takt 15, Zählzeit 3. Diese Zählzeit bitte ich euch in der ersten und auch in der dritten Strophe auf eine Achtel zu kürzen. Trost und Licht, Trost und Licht, damit die vierte Viertel frei liegt. Ja, ich mache das einmal für den Alt vor, ab Takt 14. Hier ist lauter Trost und Licht, Trost und Licht. Ja, oder für den Bass. Hier ist lauter Trost und Licht, Trost und Licht. Das können wir dann gleich mal zusammen probieren. Also alle verteilen sich auf ihre Stimmen und wir beginnen in Takt 14. Sopran, Alt, Tenor und Bass. 1 und 2 und. So. Prima. Proben möchte ich gerne den Alt ab Takt 11. Den Rest könnt ihr schon. Macht ihr mit? Ab Takt 11 bitte. Und. Hier ist Gottes Angesicht. So, der Bass geht so. Hier ist Gottes Angesicht, Gottes Angesicht. Hier ist laute Trost und Licht, Trost und Licht. Im Prinzip könnten wir es zusammenfassen. Ich möchte hinweisen auf den Takt 13. Dort seht ihr am Taktende, dass der Alt eine weitere Viertel unterbringt. Sopran, Tenor und Bass haben eine halbe Note zu singen. Der Alt singt im 2/4 A und G und kann deswegen erst später das T von Sicht oder das T dritte Strophe Brot absprechen. Also warten wir auf den Alt, Soprane, Tenöre und Bässe und sprechen auf 4 und das T ab. Ich mache das einmal für den Alt vor, Gottes Angesicht, Auftakt 13. Gottes Angesicht hier. Ja, sehe ich hier. Würde bedeuten für den Bass, Gottes Gottes Angesicht hier. Spät absprechen und bei hier mit dem Sopran und dem Alt und dem Tenor wieder zusammen sein. So, so klingt es vierstimmig. Machen wir es zusammen. 3. Hier ist Gott. G-
genauso wie im ersten Teil des Stückes, auf den ersten beiden Seiten, gibt es hier einen Dreivierteltakt, bevor die Melodie im Sopran, begleitet von einem ähnlichen Rhythmus des Tenores, einsetzen darf. Also, hier ist Gottes, hier ist Gottes, hier ist Gottes, hier ist Gottes. Wieder der Tipp, lasst uns im Sopran und dem Tenor im Atemfluss von Alt und Bass früh atmen. Sieht so aus. Hier ist Gottes Angesicht. Das kann dann gut funktionieren. So, und nun können wir probieren, es vierstimmig zusammenzufassen. Von vorne noch einmal der Hinweis, ich würde gerne beginnen mit erster Strophe Chorbuch 125, dann wechseln wir in den Choral in der zweiten Strophe, singen wir Gesangbuch 100 und gehen dann wieder zurück zum Chorbuch 125. Ich wünsche euch viel Freude. Das letzte Stück dieser Chorprobe findet ihr im Chorbuch unter der Nummer 288, Frieden in der Angst der Welt. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele von euch dieses Stück kennen und auch regelmäßig im Gottesdienst singen. Deswegen spiele ich einfach mal zwei Strophen direkt und alle, die können und wollen, singen mit. Das sind die Alt- und Basstöne, der Tenorton, das kommt die Mollterz vom Sopran. Wir starten. Thema dieser Probe heute ist ja, oder sind, Taktwechsel und krumme Takte. Krumme Takte, so einen krummen Takt haben wir hier.
Ein Fünfvierteltakt. Dabei will die Musik erstmal gar nicht krumm daherkommen. Sie fließt. Durch das Moll ist es ein bisschen melancholisch. Aber sie hat kaum Sprünge. Sie ist ganz ruhig und ausgeglichen. Und so weiter. Ja, die Melodie steht, wenn ihr so wollt, für den Frieden. Und der Fünfvierteltakt für die Angst der Welt. Klaus-Michael Fruth hat in seinem Stück Herr, dein Wort, die edle Gabe, ja sehr häufig Taktwechsel geschrieben, Dreiertakte und Zweiertakte im Wechsel. Der Dreiertakt hatte immer einen ganztaktigen Schwung und der Zweiertakt einen kleinen ganztaktigen Schwung. Also zwei Viertel unter einem Schlag und drei Viertel unter einem Schlag. Das ist hier auch nur in jedem Takt und ganz regelmäßig und immer abwechselnd 3 + 2. Deswegen 5/4 und nicht 3/4, 2/4, 3/4, 2/4. Ja? Zusammen sieht das dann so aus. Frieden in der Angst der Welt, Kraft, die in der Prüfung hält, Freude, die und so weiter. Ja? Kaum vorstellbar, für mich zumindest, dass Helmut Steinberg hier einen 6/4-Takt für diese Melodie geschrieben hätte, denn der klang so. Und es fängt an zu schunkeln, merkt ihr das? Ich höre schnell wieder auf, denn die Bierzeltatmosphäre, die sich hier breit macht, scheint mir dann doch einigermaßen unerträglich. Aber schwingen darf es, genau immer in der ersten Takthälfte. Frieden in der Angst oder Freude, die in, wenn ihr in Takt 5 schaut, dort gibt es dann gleich noch ein weiteres Element, nämlich auch das der Punktierten. Die zweite Takthälfte eines jeden Taktes, die strebt aber nach vorne. Da ist dann dieser Funken Unruhe. Ja, passt gut zum Wort Musikbezug. Viele Chöre, die das Stück singen und viele Sänger, mit denen ich es bisher gearbeitet habe, haben dann so ein bisschen Probleme mit dem jeweiligen Phrasenende. Ihr seht, dass an jedem Phrasenende nach 2 Takten eine halbe Note notiert ist. So in Takt 2, in Takt 4, in Takt 6, 8 und bis zum Ende. Diese halbe darf auf kein Fall länger als eine halbe sein, denn sonst mutiert es dann doch wieder zum 6/4-Takt. Ich mache das einmal falsch vor. Wenn man jetzt in Ruhe atmet, war man prompt 6/4 unterwegs im zweiten Takt und nicht 5. Deshalb ist es sehr wichtig, jeweils am Phrasenende, also am Ende jedes zweiten Taktes, den Konsonanten auf die 5/4 zu sprechen. Sollte es einen Konsonant geben, ja, also auf die 4. wird gesungen, auf die 5/4 wird gesprochen. Angst der Welt, Kraft, die in der Prüfung hält, Freude und so weiter. Ja, es gibt 2 Ausnahmen zu dieser Regel. Die findet ihr in Takt 6 am Ende. Dort könnt ihr gut sehen, wie der Tenor einen sogenannten Durchgang singen darf. Sodass Alt und Sopran und Bass auf die 5/4 bitte auf keinen Fall sprechen dürfen, sondern erst auf die 8. danach, dann wenn der Tenor auch seine 5/4 gesungen hat. Also, La Alt nicht flieht Hoffnung. Man muss sich dann ein bisschen sputen, um trotzdem pünktlich auf der 1/4 in Takt 7 zu sein. Und die 2. Ausnahme ist der Takt 10. Auch hier gibt es einen Durchgang im Alt, weil hier auch kein Atemzeichen notiert ist, empfiehlt sich vielleicht speziell in einer etwas größeren Chorgemeinschaft nicht zu atmen, sondern durchzusingen, dann klappert auch kein Konsonant. So, vielleicht können nicht alle von euch dieses Stück so richtig gut, vielleicht hat der ein oder die andere
dem Wunsch und das Bedürfnis, die Stimme kurz alleine zu proben, dann kommen wir selbstverständlich nach. Liebe Alti, bitte beginnt, das ist ein F. Und jetzt geht's los. Zwei Stellen würde ich gerne herausgreifend mit euch besprechen. Die erste ist in Takt 3, Kraft, die in der Prüfung hält. Dort hat der Alt eine kleine Prüfung zu bestehen, nämlich die vierte Viertel, das C. Proben wir es direkt im Tempo, ab Takt 3, Kraft. Und 4, jetzt geht's los. Einmal. Und die zweite Stelle betrifft den Takt 7 zu Takt 8. Hier darf der Sopran nach oben gehen, aber der Alt hat mit dem Quintsprung, so heißt das Intervall zwischen die und nach, diese Hoffnung, die nach oben zieht, besonders vertont. Hier gilt es, dem I so viel Raum zu schenken, dass der Vokal A von nach schon im Vorhinein den Raum hat, um ein wunderschönes B zu singen. Nach. Proben wir das? Ab Takt 7 bitte. Jetzt. Soweit. Die Tenöre proben bitte von vorn. Nur eine einzige gilt es zu besprechen, das betrifft den letzten Takt, reich gemacht. Ich habe es schon ein bisschen karikiert, was hier gerne passiert. Die Präfix von gemacht neigt zum Hupen, wenn man nicht aufpasst. Reich gemacht. Aber sie ist ja die dritte Viertel einer schwingenden Dreieinheit. Reich gemacht. Deswegen scheint es mir wichtig, darauf hinzuweisen, sie ganz weich einzufügen und möglichst leicht zu artikulieren. Proben wir das bitte ab dem vorletzten Takt 11 beginnend und jetzt. Zwei solcher Hubstellen hat auch der Bass, nämlich Takt 8 am Ende. Habt ihr gehört? Ein bisschen böse gespielt. Aber wenn wir auch hier die Schwungeinheit von oben zusammenfassen, dann wird die Nebensilbe Ben nicht herausfallen. Oben zieht. Ja? Probieren wir bitte und singen direkt Takt 7 im Bass. Und 4, 5 jetzt. Genau. Und dann ebenso die Tenorstelle in Takt 11. Und mein Herz reich gemacht. Reich gemacht. Müssen wir vermeiden. Und mein Herz reich gemacht. Bitte noch einmal.
Und jetzt. So. Es gibt im ersten Teil wenig Probleme. Vielleicht, wenn wir den zweiten Takt anschauen noch. Deswegen beginnt einmal von vorne und lass mich kurz zeigen, dass des. Ja. Dabei fällt mir ein, liebe Tenöre, vielleicht seid ihr noch da. Auch bei euch ist das B manchmal vakant. Im zweiten Takt das B. Proben wir also Bass und Tenor zusammen und beginnen von vorne, der Tenor und der Bass. Und 4, 5, jetzt. Wer möchte, hört sich die Stelle noch einmal an. So, dann könnten wir es vierstimmig machen. Bevor wir das tun, möchte ich euch dringend jetzt das Video euer vier Dirigenten ans Herz legen. Sie haben eine Videobotschaft, die kommt jetzt gleich sofort mit besten Wünschen für die Sommerpause. Denen kann ich mich dann nur anschließen. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit heute. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht und es könnte ja sein, dass man sich auf diesem Kanal noch einmal sieht. Bleibt gesund, kommt gut durch den Sommer. Nachdem gleich der Videogruß kommt, singen wir dann zum Abschluss. Ganz ohne Kommentar von mir. Frieden in der Angst der Welt. Ich finde, es ist ein so schöner und optimistischer Text, mit dem kann man in die Sommerpause gehen. Bleibt wohl behütet. Auf bald. Mit der heutigen 8. Folge der Chorprobe zu Hause möchten wir uns von euch in die Sommerpause verabschieden. Die Resonanz von eurer Seite hat uns sehr begeistert. Es hat sich über die Zeit eine große Chorgemeinschaft aus allen Teilen Deutschlands und sogar darüber hinaus entwickelt. Euer großer Zuspruch hat uns motiviert, nach Wegen zu suchen, wie wir das Format der digitalen Chorprobe auch nach dem Sommer weiter anbieten können. Solange wie keine regulären Chorproben stattfinden können. Und davon müssen wir wohl noch eine Weile ausgehen. Vielen Dank an Volker Hetfeld, den wir als Leiter für die heutige Probe gewinnen konnten. Auch nach der Sommerpause wird sich der Kreis der Dirigenten noch einmal vergrößern, sodass wir noch mehr Vielfalt in der Durchführung der Chorprobe zu Hause erleben können. Darauf könnt ihr jetzt schon gespannt sein. Wir starten wieder am Montag, den 31. August, mit einem weiteren Special Moderne Kirchenmusik mit der Überschrift Halleluja. Nun wünschen wir euch allen eine schöne Sommerzeit. Singt, wo immer es möglich ist. Habt Zeit für Erholung und schöne Gemeinschaft. Und bleibt vor allem gesund und unter Gottes Schutz und Segen. Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit euch bei der Chorprobe zu Hause. Bis dahin. Tschüss. Durch Trübsal.